Wieso bist du nicht weg? Wer bist du? Warum bist du hier? Ich bin die Emma. Ich bin hier, um mich zu verabschieden. Dein Leben, das war ein so schönes Leben. Ich möchte ein so schönes Leben wie deins haben. Ein Leben so wie meins. Das ist sehr einfach. Sei authentisch. Schau mal, das ist meine Lebensgeschichte. Ich habe sie im Gefängnis geschrieben. Die Welt verändert sich, Jonas. Ich brauche keine Veränderung. Was willst du denn verhindern? Ich kämpfe für eine gerechtere Welt. Ach so! Findest du, dass unsere Welt ungerecht ist? Quatsch, sei nicht doof. Ich habe euch gerufen und keine Hand geantwortet. Wo wacht ihr? Hier. Das heißt, ich wach ihr. Sie? Ich weiß es nicht. Wer von euch bringt die anderen Stühle? Sie haben sie gerade zurückgebracht. So schön. Sie sehen wie neu aus. Mir gefallen sie so, wie sie waren. Jonas mag keine Änderungen, Mama. Ich muss zum Training. Pass gut auf dich auf, Schwesterchen. Wegen dem Schwindel. Ist es dir schwindelig, Emma? Nein, Mama, Blödsinn. Gestern hast du stundenlang mit dir selber im Zimmer gesprochen. Was ist los? Ich habe gearbeitet. Wieso? Musst du jetzt laut mit dir selber reden? Ich lerne eine Rede. Eine Rede? Spielst du jetzt Theater? Reicht dir diese Welt nicht mehr? Ich will einfach alles verändern. Alles verändern? Willst du das Theater verändern? Das klingt aber... Nein, Mama, die
das ist es, was ich verändern will. Die Welt? Aber warum? Ich will die Welt verändern, ich habe es schon gesagt. Hallo? Sprich mit deiner Tochter. Sie redet mit sich selber, will die Welt verändern. Die Welt verändern? Hol mir mal ein Bier. Emma, komm hier und setz dich zu mir. Ah, etwas Neues und niemand hat davon geredet. Die Stühle sind schon wieder da. Warum hast du mir nichts gesagt? Ah ja, ich hab's vergessen. Weißt du, Emma und ihre Veränderungen. Lass mich bitte mit dir sprechen. Deine Mutter sagt, dass du laut mit dir selber in deinem Zimmer sprichst. Was ist denn los, Emma? Ich probe. Was meinst du? Spielst du jetzt Theater? Ich muss meine Reden halten. Reden halten? Vor wem? Wo? Ich halte meine Rede auf der Straße. Was? Unsere Tochter wird einfach verrückt. Bitte, Papa. Der Durst ist mir vergangen. Naja. Aber erklär doch mal, warum geht's denn? Warum musst du diese Reden halten? Ich bin die Leader von einer Gruppe. Deshalb muss ich Reden halten. Reden halten? Das wird uns eh schon Glück bringen. Aber Mama, ich spreche auch für dich. Für mich? Das brauche ich nicht. Ich kann für mich selbst sprechen. Warum muss ich diese Reden halten? Damit die anderen haben können, was wir schon haben. Schon verstanden. Utopien. Mist, meine Kuchen! Ich habe meine Kuchen offen vergessen! Deine Mutter und ich sind doch auch mal jung gewesen. Aber wir haben keine Reden vor Menschen auf der Straße gehalten. Nimm doch bitte Vernunft an. Solange du in diesem Haus wohnst, musst du tun, was ich befehle. Verstanden? Ihr, aber ich das sagen! Der Kuchen ist total verbrannt und du bist dran schuld. Warum verstehen Sie mich nicht? Ist es so schwierig? Naja. Barabbas wurde erwählt, Christus verworfen. Du weißt es. Leider. Aber meine Eltern, die sollten mich verstehen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Beruhige dich. Morgen musst du reden. Ich habe Angst. Angst haben wir alle. Und wie? Wichtig ist es nur, dass sie unser Leben nicht dominiert. Ich bin schwach. Aber dein Geist ist stark. Wir wollen. Das betrifft nicht nur mich. Das betrifft alle Menschen und alles, woran ich glaube. Das ist das erste Mal. Vielleicht hätte es seit langem anfangen sollen. Das stimmt. Es scheint, dass sie es angefangen hat, als sie 15 Jahre alt war. Haben wir da eine Frau Ministerin? Oder eine ewige Protestlerin? Zurzeit ist sie eine Aktivistin. Es geht los.
unterschreibe, dass ich sie ließ von deinen persönlichen Sachen. Als du festgenommen wurdest, hattest du eine Bruder dabei? Ja, genau. Du kannst diese Kopie behalten. Fangen wir mal an. Endlich, nicht wahr? Endlich? Ja, endlich! Vielleicht hätten wir uns schon vortragen sollen. Warum? Ich habe nichts Verbotenes getan. Warum das, Emma? Naja, warum? Warum nicht? Warum nicht? Na, warum nicht? Genau, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht was? Du. Hier. Ich bin hier so oft gewesen. Ich hatte schon Heimweh. Keine Angst. Sie können mich nicht sehen. Ich werde nie aufgeben. Jetzt muss es vorwärts gehen. Was ist für dich? Schade. Du musst dich beschäftigen. Unsere Kraft kommt von innen. Unsere Kraft ist dieser Traum, den niemand sehr stören kann. Liebe, Ausdauer, Glaube, Mut! Wer von euch kommt weiter? Wir wollen. Ah, peraí. Agora eu vou.